Hi Ladies! Emmy hat mich gebeten, für Sie ein Kleid für besondere Anlässe herauszusuchen mit den passenden Accessoires. Und wie ihr seht, habe ich ihr diesen Gefallen getan. Doch zuvor noch der Hinweis, wenn ihr die Bilder groß sehen wollt und die passenden Sales und Deals dazu, dann klickt hier einfach drauf oder unterhalb vom Video findet ihr auch nochmal alle Deals und Sales, damit ihr nichts verpasst. Emmy liebt es blau und elegant. Und wie ihr seht, habe ich hier ein Kleid herausgesucht, was genau diesen Kriterien entspricht. Und dieses schicke marienblaue Kleid ist wirklich ein Hingucker. Denn dieses Abendkleid hat's in die Details. Denn das komplette Kleid ist überzogen mit einer wunderschönen Raffung bis zum Fußboden. Also es ist schon wirklich sehr, sehr lang. Und wenn ihr euch anguckt, es ist optisch ein bisschen zweigetrennt durch den schönen Taillenbereich. Und wenn wir uns einfach jetzt mal den Rockbereich anschauen, ist etwas, was ich sehr, sehr liebe. Denn ihr habt einen Gehschlitz in dem vorderen Bereich. Und somit habt ihr bei jedem kleinen Schritt immer wieder ein bisschen Bein, was ihr zeigen könnt und die Männerwelt quasi verrückt macht. Und vielleicht der Hinweis, auch wenn ihr euch nicht bewegt und einfach nur dasteht, stellt euch so hin, dass ein bisschen Bein herausblitzt, um wirklich die Männerwelt verrückt zu machen und teilweise die Frauen ein bisschen eifersüchtig auf euch. Und wenn wir jetzt einfach mal eine Etage höher gehen, seht ihr, dass der Taillenbereich schön herausgearbeitet worden ist mit einem Gürtel, der nur locker getragen wird, aber dadurch ein wunderschöner Taillenbereich entsteht und das Oberteil dadurch nochmal richtig schön angehoben und zum Blickfang wird, weil es erstmal einen wunderschönen, tiefen, langen Ausschnitt hat, wo man geradezu nur so ein bisschen was erahnen kann und obenrum um den Hals als Nickholder gehalten wird. Und hintenrum am Rücken auch genial gestaltet, denn es wird nur im Genick gehalten und mit einer Riemchen quasi im Rücken gestaltet und gestreckt. Und ihr habt dadurch einen wunderschönen Rücken, frei, aber nur die Schultern und wirkt durch die Machart hinten nochmal quasi ein bisschen höher und schlanker. Und dass der Taillenbereich gerade hinten nochmal richtig schön herauskommt, ewig groß und schlank. Also ihr könnt hier auch nochmal ein paar kleine Problemzündchen verstecken und wirkt allein schon von hinten, wenn ein Mann euch von hinten so sieht, ja, tierisch lecker. Und damit habt ihr ein Kleid, was so ein kleiner Allrounder ist und vor allem mit den passenden Accessoires, was ihr zu verschiedenen besonderen Anlässen anziehen könnt. Und damit es wirklich ein Allrounder wird mit den passenden Accessoires, bekommt ihr von mir natürlich auch die passenden Accessoires dazu. Und zu diesem Kleid würde ich euch eine Sandalette wie diese empfehlen. Warum? Ganz einfach, Emmy mag erstmal ja High Heels, also so hoch wie möglich, obwohl ein richtiger High Heel ist es fast noch nicht, aber er ist schon relativ hoch mit 10,5 cm ist er schon sehr hoch, aber trotzdem sehr bequem, weil diese Schuhe erstmal sehr viele Riemchen hat, gerade im Fersenbereich, schön eingebettet und ihr in diesen ja, Schuh so drin sitzt, als wäre er angewachsen und somit auch automatisch sehr bequem. Und damit es auch ein bisschen schick ist, sind natürlich auf den Riemchen sehr schöne Steinchen und mit Verzierungen dargestellt, damit sich das auch wieder schön integriert in dieses Kleid. Denn stell dich einfach mal vor, mit diesen schönen Schuhen am Fuß bekommt ihr erstmal einen wunderschönen Fuß und ein ewig langes Bein, was dann durch diesen Gehschlitz nochmal schön quasi herausgehoben wird und man wirklich nicht mehr die Augen von euch lassen kann und ihr damit im Mittelpunkt steht. Und um das Ganze nochmal zu toppen, um es abzurunden, würde ich euch empfehlen, eine Handtasche, die nicht zu groß ist. Also besser gesagt, eine Klatsch wie diese hier, die farblich zum Kleid 1:1 passt, also kein Farbton, der etwas abweichend ist, sondern wirklich genau passend. Sonst ist es, ja, es sieht einfach nicht schön aus, auf Deutsch gesagt. Jedenfalls wichtig, gleicher Farbton und es sollte eine Klatsch sein, die relativ schlank ist und mit ein bisschen, ja, am liebsten Goldelementen, damit sich das alles ein bisschen widerspiegelt, vor allem gerade in diesen wunderschönen Hautton, was Emmy hat und in den Schuhen. Das ist wirklich, ja, alles wie aus einem Guss dasteht. Und dann seid ihr nicht nur schick anzuschauen, sondern ja der Mittelpunkt eurer Feier, eurer Veranstaltung. Und teilweise werden wahrscheinlich nach der Feier noch die Leute sich über euch, ja, manche würden sagen, das Maul zerreißen, aber
Wenn ihr es geschafft habt, dass Leute sich über euch unterhalten, dann wart ihr der Mittelpunkt und glaubt mir, das ist alles nur Eifersucht. Und mit diesem Kleid werdet ihr es auf jeden Fall schaffen, weil es einfach herrlich ist. Aber ein was will ich noch erwähnen, denn das i-Pünktchen darf bei keinem Outfit fehlen. Und manche tun es da ein bisschen übertreiben. Und ich empfehle euch beim Schmuck, bei so ein Kleid, nur ein bisschen. Da ist weniger mehr. Und hier würde ich euch passend ein paar wunderschöne Ohrringe empfehlen, die den ähnlichen Farbton haben, also auch wieder dieses Marienblau in den Ohrringen, auch wieder dieses Gold aus der Handtasche und so ein bisschen aus dem Schuh, damit das quasi nur noch ein bisschen so aufgepimpt wird und fertig. Und dann habt ihr ein Outfit, wo ihr euch ja sehen lassen könnt und zu verschiedenen Anlässen tragen. Denn ich verspreche euch, mit so einem Kleid habt ihr einen zeitlosen Bekleider, den ihr ewig im Kleiderschrank haben könnt, weil ihr könnt es wirklich zu verschiedenen Anlässen anziehen und damit glücklich werden. Und wenn ihr mit so einem Outfit auch glücklich werden wollt und genau auf euch zugeschnitten sein soll, dann schreibt mir jetzt unten in die Kommentare so genau wie möglich, zu was für einer Veranstaltung ihr geht, wie ihr aussieht, und dann kann ich auf euch zugeschnitten ein Outfit wie dieses vorstellen, was ich dann vielleicht schon morgen online stelle. Und damit ihr das nicht verpasst, könnt ihr mich hier oben einfach abonnieren und verpasst in Zukunft kein so ein wunderschönes Outfit mehr und die passenden Sales und Deals. Ist es ein Deal?